So, ich lese das Handbuch der Herrenschneiderei, Band 1, Verarbeitung von Hemd, Hose und Weste. Und ich bin angekommen bei die Handstiche. So, und es geht heute um Stich einschlagen. Stich einschlagen, Teil 1. Damit überträgt man Markierungen auf die rechte Stoffseite und das andere Stoffteil. Zuerst mit doppeltem Faden locker heften und zwischen den Stichen aufschneiden. Danach zwischen den Stoffteilen vorsichtig aufschneiden. Am Ende die überstehenden Fäden abschneiden. Siehe auch Stiche einschlagen bei der Weste, Seite 80. Also man hat eine Markierung und dann geht man mit einem doppelten Faden da entlang. Und dann schneidet man den Faden da wieder raus. Und dann kann man die Markierung anhand der Einstichlöcher, die man mit der Nadel gesetzt hat, sehen. So kriegt man eine Markierung auf die andere Seite, die man zum Beispiel mit Kreide gemacht hat. Das hier wäre ist hier Wachskreide oder Försterkreide. Die malt auch auf Stoff auf die andere Seite oder auf eine zweite Wand Stoff. Sowas ist relativ wichtig. So. Ich kann das nochmal zeigen. Und das war's auch schon. Tschüss.